Okay, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Wie versprochen, hier auf der Platte habe ich euch wieder getroffen. Zwar mit Donkey Kong, aber das macht ja nichts aus. So, Schlüssel 4. Yay, freue mich so, yay. Wir haben beim letzten Mal den Aqua-Albtraum beendet und heute werden wir hier mal sehen, was Kay Lamsi freispielt für uns. Und oh mein Gott, guckt es euch an. Ein riesiger Fels. Und oh mein Gott, Wetten, der explodiert gleich wieder. Bäm, war ja klar. Also wenn ich mit Tanzen Felsen zerstören könnte. Oh Leute, ey, was würde ich da alles tun? Ich sag's euch, ey, das gibt's doch nicht. Okay, ich weiß jetzt nicht, was es hier oben überhalb der Welt noch zu tun gibt, so. Aber ich glaube, wir können das auch irgendwann anders mal machen. Also, ich denke, wir gehen auch gleich hier zur nächsten Welt. Ich habe keinen Bock da groß hier in der Überwelt was zu machen. Und ich habe mehr Lust, jetzt die Welt zu betreten, die nächste Welt. Und da müssen wir diese Kanone benutzen. Wusch. Und oh, das ist schon ein Dreck kaufen. Den können wir gleich hier wegmachen. Und eine schöne Münze kassieren. 5 Münzen für jeden Kong. Sehr schön. Und oh ja, da ist noch ein Diddy Kong Fass, stimmt. Da müssen wir auch noch was machen damit. Das hätte ich machen können. Aber das werde ich dann irgendwann anders mal machen. So, hier dieses Rad hier mit den Wingly, Winxly, wie die auch immer heißt. Kann man mit Donkey jedes Mal bewegen. Und ich würde euch raten, hier gleich mal das zu machen. Und da bewegt sich das hier schön. Und gleich mal Donkey Kongs Türchen hier zu öffnen. Weil die gibt euch einen schönen Tipp. Nämlich 21132 ist eine Zahl, die Donkey Kong sich merken sollte. Und das ist sehr schön. Also das ist wirklich, diesen Tipp sollte man wirklich beherzigen. Das ist wirklich etwas, das man brauchen sollte. Und 50 Bananen, willst du mich hier verarschen oder was? Ich habe 110, ich habe mehr als das Doppelte. Und hier oben hat es, glaube ich, noch irgendwas. Das könnte ich machen. Ich glaube, da fängt man mit Tiny an. Wenn ich mich nicht irre. Das mache ich, das ist... Oh nee, es war mit Diddy. Oh, schade. Wo ist Diddy? Hier ist Diddy. Man muss nämlich die Farbe dieses Fliegenpilzes... Ich kann nicht Deutsch. Muss man hier, zack, treffen und... Rot steht natürlich für Diddy. Hallo, ich möchte Diddy treffen. Wo ist sie hin? Wo ist er hin, der Fliegenpilz? Na, hallo, das war doch getroffen. Na, Leute, ich gehe da hinten. Geh da hinten drauf. Das ist ganz klar die Plattform, wo man drauf stehen sollte, um dieses Level hier, diesen Pilz hier zu treffen, meine ich. Oh, seht ihr, jetzt ist es gelb geworden. Das heißt, Donkey Kong muss raus. Hallo, ich möchte da hoch rein. Danke. Wo ist Donkey Kong da? Yay, day. So. Ich glaube, das gibt uns eine Fee, wenn ich mich nicht irre. Oder sonst irgendwas. Ich bin mir nicht sicher. In diesem Raum gibt es noch irgendwas für Chunky, das man noch nicht machen kann. Das weiß ich. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Banane. Also ich mache das jetzt mal. Und ich denke, wenn ich es dann auch gemacht habe, kann ich es dann beim nächsten Mal auch rausschneiden, wenn es doch nichts macht. Oh, wartet, das war ja gar nicht... Oh Mann, ich bin so blöd. Ich habe gerade von Chunky geredet und... Ich muss mich besser konzentrieren. So, Lanky müssen wir haben. Ja, genau. Wuhu! Und bevor wir in die nächste Welt gehen, will ich das halt hier gemacht haben. So, zack. Komm. Treff. Danke. Und jetzt kommt Chunky. Als letztes dann Tiny, genau. Also doch Tiny hier irgendwie. Wo ist Chunky? Da ist Chunky. Tuk, tuk, tuk. Mann, ey, Leute, das geht ja ewig hier. Tut mir leid. Aber ich muss die Zeit halt nutzen hier. So, zack. Oh, schön getroffen habe ich das. Ich muss die Zeit halt hier nutzen hier, um das zu machen. Ich muss das halt zeigen, weil das ist hier ein 101% dran. Dieses Spiel hier hat 101%, also eine Statusanzeige da am Anfang, wenn man das Spiel startet. Das kann ich euch eigentlich dann auch mal zeigen. Da steht nicht 100%, wenn man alles gemacht hat, da steht 101%. Und oh mein Gott, wir haben schon 4 Minuten, das hat überhaupt nichts gebracht, weil seht ihr, diese Platte können wir noch nicht benutzen. Also, ich würde sagen, wir wechseln gleich zu Donkey Kong, weil ich gehe gerne mit Donkey Kong als erstes in ein Level rein. Und da könnt ihr auch mal gucken, was es da so hat. Aber erstmal will ich hier ein bisschen Munition nachfüllen. Weil wir haben nicht sonderlich viel und ich habe Angst, dass ich da keine mehr habe dann, wenn ich dann irgendwann da reingehe. Oh, Leute, Leute, Leute. So, nächstes Level. Oh, und eine Cutscene gibt's auch noch. Mal sehen, was diese pelzigen Primaten... Ich kann nicht lesen heute, ich sag's euch. Ich habe vorhin Paper Mario aufgenommen, da konnte ich auch schon nicht lesen, ich sag's euch. Wenn ihr den Part dann seht, der wird wahrscheinlich erst nach diesem hier kommen, aber trotzdem.
Was passiert da? Okay, Lanky. Wer war das? Der war zu schnell für dich, ha? Huh? Und, oh, jetzt kommt so ein Kremling neben hinten. Ach, jetzt sind zwei da. Was zur Hölle? Wie sind die da reingekommen eigentlich? Das ist ja voll abgeschlossener Bereich oder so. Wie ist Lanky da reingekommen? Das ist total sinnlos. Juhu, fang mich doch, ihr Witzfiguren. Oh mein Gott, der kann da voll die Wände hochlaufen. Im Spiel kann er das nicht. Das ist voll unfair. Wie die gucken. Du, nach oben, ihm nach. Aber ich kann nicht klettern. Dann wirst du es jetzt lernen, kapiert? Oh, sehr nett. Was jetzt steht da? Hey, du bist falsch, tschüss. Ja, du fällst runter. Oh, Leute. Wieso kann Lanky jetzt da stehen? Hat er so klebrige Hände oder was? Bin ich denn nur von Unfähigen umgeben? Oh mein Gott. Und das nächste Level. Komm jetzt, ich will das Level sehen. Ja, oh mein Gott. Wunderwald. Sehr schön. Gefällt mir. Oh, die Musik hier. Hört sich schon. Ich mag sie so. Ich mag sie so. Okay, was wir hier zuerst machen wollen, ist hier die ganzen Porter hier rundherum zu aktivieren, weil das ist das Erste, was man hier machen kann. Weil die sind auch gleich alle hier, oder? Ich glaube, einer hat gefehlt. Und dann wollen wir auch gleich mal hier gucken, was es hier zu tun gibt. Ich habe keine Ahnung, was es in diesem Level alles zu tun gibt, was ich zuerst machen sollte. Aber ich glaube, ich werde mich hier schon irgendwie zurechtfinden. Okay, hier ist nur so ein Fass. Mal da reingehen, warum nicht? Ah, okay. Ah, nee, das müssen wir später benutzen. Aua, das tut weh. Leute, ich bin schon jetzt total verwirrt, tut mir leid. Ah, okay, hier gibt es was zu tun. Das können wir machen. Mit Chunky müssen wir nämlich... Da können wir das gleich machen, warum nicht? Mit Chunky können wir hier hochspringen. Seht ihr, und da ist auch gleich Bananen für ihn. Und da können wir das hier, zack, kaputt machen, weil Chunky ist so voll fett und so. Und jetzt gibt es hier... Okay, Leute, das ist der dritte Versuch. Und, der vierte ist das. Der vierte Versuch. Das hier ist wieder so ein Level, wie wir bei Diddy Kong hatten, bei Jungle Japes, oder wie das hieß. Man muss hier 50 Münzen sammeln. Oh mein Gott, Leute, ich hasse es. Ich werde jetzt nicht Gas geben, weil ich glaube, dass die letzten paar Male habe ich immer so Gas gegeben und dann bin ich immer in die ganzen Gitter reingefahren, ich sag's euch. Das war echt nervig. Hier schön den Schalter berühren. Das gibt viele Münzen. Hier kann ich Gas geben, das ist kein Problem. Aber ich würde euch sagen, hier, lasst euch Zeit mit diesem Lure fahren hier und dann habt ihr hier schön... Zack, Arschloch, lass mich in Ruhe. Dann habt ihr schön alles gut, alles klar. Und ich glaube, ich habe den Typen jetzt nicht erwischt, weil der weggefahren ist. Ja, seht ihr? Der stört mich jetzt hier die ganze Zeit. Schnell weiterfahren. Geh weg. Geh weg, blöder Idiot. Ich fahr dir aber von. Ich bin zu schnell für dich. Okay, jetzt haben wir schon die Hälfte. Und oh, diese Glocken hier muss man berühren, weil sonst verliert man jedes Mal 3 Münzen. Und hier die rote darf man nicht berühren, weil die ist rot. Und das ist nicht schön. Die habe ich beim letzten Mal fast alle verfehlt. Das war ziemlich scheiße. Weil ich zu schnell war. Weil ich drücke immer nach vorne, weil ich bin so ein ungeduldiger Mensch bei Videospielen. Ich sag's euch. Und hier macht Chunky so einen coolen Sprung. Ich weiß nicht, warum die da das Gitter, das Gleis nicht direkt zu Ende geführt haben. Muss man springen und aufpassen. Und warum hat mich das jetzt getroffen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das ist total scheiße. Okay. Und wie Chunky zurückwinkt, ich finde das voll cool. Hier kommt, glaube ich, gleich ein Kritter runter. Oh mein Gott. Und hier kommt gleich einer hoch. Ja, seht ihr, die habe ich mir gemerkt. Oh, wir haben gleich 50 Münzen, muss ich aufpassen, dass ich nicht von diesen Gittern getroffen werde. Oh mein Gott, war ja klar. Und jetzt, was passiert hier? Ich glaube, 43 sollte gut sein. Bis zu diesem Punkt. Jetzt darf ich einfach gucken, dass ich nicht von zu vielen Kack getroffen werde. Hier fällt ein Baum runter, das habe ich mir gut gemacht. Und hier muss man schön reinfahren, ohne getroffen zu werden. Und ich wurde getroffen, das war ja klar. Oh Mann, nee, das war knapp. Okay, gleich habe ich 50. Jetzt nur nicht irgendwo reinfahren. Und auch den Schalter treffen, weil hier später gibt es gleich einen Schalter. Und der ist ein paar Münzen wert. Den sollte man treffen. Und wenn man hier bei den Krittern schön wartet, dann treffen die einen nicht. Das ist ja praktisch. Nein! Immer schön zu viel, lieber zu viele Münzen einsammeln. Okay, hier ist der Schalter, links. Den linken wollt ihr nehmen, weil der rechte hat keine Münzen, der in der Mitte hat ein paar Münzen, aber der links hat die meisten. Seht ihr jetzt hier? Die meisten.
Und okay, wir haben es, glaube ich, geschafft, weil hier schon das Ende. Oh, endlich, Leute. Ich habe schon... Das war der vierte Versuch. Ich habe hier 18 Minuten Aufnahme. Oh Gott. Die erste Banane ist so eine Qual. Das Level hier wird sicherlich total cool. Okay, raus hier. Zack. Sehr schön. Dann können wir mit Chunky... Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich doch komplett an einem anderen Ort, oder? Ich möchte gern zurück. Okay, gehen wir gleich. Ich glaube, hier drüben hat es gleich was, das wir mit Chunky benutzen können. Hier, nämlich das hier öffnen. Bam. Können wir das schon mal machen. Und hier hat es, glaube ich, auch Porter 1. Ja, seht ihr, hier ist Porter 1. Ja, 1. Und dann wisst ihr auch, wie man dahin gelangt. Porter 1. Okay, ich würde sagen, hier mache ich eine Pause. Also, danke schon, bis zum nächsten Mal. Tschüss.